Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Dr. Rüdiger Linnebank, derzeitiger Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, wurde von der Findungskommission der Sparkasse Köln-Bonn als neuer Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Köln-Bonn vorgeschlagen. Zur aktuellen Situation befragten wir Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises und Zweckverbands- und Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. Na, zunächst sind wir natürlich alle überrascht, denn wir haben erst in der letzten Sitzung der Vertragsverlängerung für weitere 5 Jahre zugestimmt. Es gibt natürlich auch ein Grummeln, ja, weil man sagt, warum strebt man die Vertragsverlängerung an, was vernünftig ist, aber tut sich auch gleichzeitig noch woanders dann bewerben. Also das ist natürlich ein Problem. Wir haben ja nach der Fusion mit 6 Direktoren sind wir gestartet. Wir wussten alle, das ist zu viel und wir hätten dann im nächsten Jahr auch dem Wunsch entsprechend auf 3 Direktoren dann das zusammengeschmolzen haben. Wir haben einige Verluste dann gehabt, ist auf diesem Weg und es ist natürlich schade, dass auch er ein Architekt dieses Hauses, dieses fusionierten Hauses ist, dass er jetzt dieses Haus verlässt. Wie sieht es aus mit Nachfolgeregelung? Gab es schon erste Gespräche? Nee, also das wäre jetzt zu früh. Es ist natürlich zunächst mal eine Vorinformation, dass es eine Empfehlung gibt, was Köln-Bonn angeht. Aber das, denke ich, ist eine Formsache. Aber trotzdem, der Verwaltungsrat muss da zustimmen, der Zweckverband muss da zustimmen. Gehen wir mal davon aus, Mitte Dezember dürfte es dann in trockenen Tüchern sein. Wir müssen uns natürlich jetzt Gedanken machen, wann ist das Vertragsende, wie ist das Vertragsende, wie regeln wir das und gleichzeitig natürlich auf der neuen Suche. Der neue dritte Direktor ist ja erst seit 1. Oktober im Haus. Jetzt noch ein V1 zu suchen, das muss ich sagen, das gibt eine Aufgabe, die uns in den nächsten Wochen dann beschäftigen wird. Wie könnte eine Lösung aussehen? Eher intern, eher extern? Wie macht man sich da Gedanken darüber? Das kann ich nicht allein entscheiden und werde es auch nicht allein entscheiden. Man muss jetzt erstmal das auch mit dem Herrn Dr. Linnebank besprechen. Ich denke mal, er wird auch da noch im Verwaltungsrat auch noch etwas zu diesem Weggang sagen müssen. Und das muss man dann sehen, wie wir dann kollektiv mit diesem Problem umgehen. Sehen Sie es als Problem? Nee, nur es ist natürlich so, wenn der Kapitän von Bord geht, dann ist es schon ein Problem. Und da muss man dann sagen, okay, wie tut man diese freie Stelle dann besetzen? Mit Personal, was schon an Bord ist, oder wieder eine sehr umfangreiche bundesweite Suche. Das muss man jetzt einmal abwarten.